Die USA haben ihre Halbleitersanktionen gegen China nochmal verschärft. Aber diesmal hat China sofort reagiert und hat auf einen weiteren Rohstoff, den wir eigentlich dringend brauchen, jetzt Exportbeschränkungen verhängt. Aber davon mal abgesehen, der Westen schießt sich mit diesen Halbleitersanktionen sowieso gerade ins Knie, weil er damit die chinesische Halbleiterindustrie stärkt und nicht schwächt. Was passiert da gerade und gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man als Anleger von diesem ganzen Schlamassel auch irgendwie profitieren kann? Ihre Frau, die macht die besten Zimtschnecken der Welt. Die sind so gut, dass sie ohne die einfach nicht mehr leben können. Ohne die Zimtschnecken. Aber zum Glück, sie werden ja von ihrer Frau da gut versorgt. Nur, eines Tages, da eröffnet ihnen ihre Frau, sie sind ein Idiot. Und darum, die ganz besonders guten Zimtschnecken, die mit der Glasur obendrauf, die gibt's ab heute überhaupt nicht mehr. Und ansonsten, sieh dich vor, Bürschchen, weil sonst gibt's vielleicht bald gar keine mehr. Und nachdem alles Bitten und Flehen von ihnen nichts geholfen hat, was machen sie jetzt? Sie brauchen die Zimtschnecken, also versuchen sie wahrscheinlich, die selber zu backen. Und wenn es noch so lang dauert und wenn es noch so schwierig ist, aber es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Nur, wenn sie es wirklich irgendwann mal hinkriegen, die selber zu machen, wer steht dann am Ende besser da? Natürlich sie, weil sie sind dann durch ihre Frau nicht mehr erpressbar und ihre Frau hat dann eben gar nichts mehr zu melden. Szenen einer Ehe und damit herzlich willkommen auf einem tollen Kanal mit noch tolleren Zuschauern. Warum sage ich das? Vor 3 Monaten habe ich hier ein Video gemacht zu den chinesischen Exportbeschränkungen auf Gallium und Germanium. Als Reaktion auf die amerikanischen Halbleitersanktionen damals. Seltene Erden, jetzt schlägt China zurück, hieß es. Nur, Gallium und Germanium, das sind gar keine seltenen Erden. Ich habe es damals nicht geprüft, ich habe einfach auch nur das nachgeplappert, was viele gesagt haben damals und was viele auch geschrieben haben. Aber zum Glück gibt es hier eben Zuschauer, die Bescheid wissen und die haben das aufgeklärt dann, so wie hier zum Beispiel Anthrax172 mit dem Fazit, ist eigentlich ein gutes Video gewesen, aber chemisch unterirdisch. Was wieder mal zeigt, die Zuschauer hier, die fallen auf sowas eben nicht rein, sie sind nämlich die Klügsten und die Besten. Mehr kann man sich auch gar nicht wünschen als YouTuber und darum fehlt mir auch nur noch eins zu meinem Glück, nämlich 30.000 Abonnenten. Ich stehe kurz davor und ich hoffe, ich kann da auf Sie zählen. Zum Kanal-Abo geht's hier unten und dann noch auf die Glocke drücken. Wir schaffen das und vielen Dank natürlich für Ihre Unterstützung diesbezüglich. Also, Gallium und Germanium sind keine seltenen Erden, das wissen wir jetzt, aber sie sind trotzdem elementar wichtig, unter anderem für die Halbleiterproduktion natürlich. Und im August, da sind die Exporte aus China wirklich zum Erliegen gekommen von diesen Rohstoffen. Sie sind auf Null zurückgegangen. Im September haben sie sich dann wieder leicht erholt und ein paar chinesische Unternehmen haben jetzt wohl auch wieder Exportlizenzen bekommen dafür. Ein Warnschuss, wie gesagt. Und letzte Woche kam aber auch gleich der nächste. Die USA haben ja ihre Halbleitersanktionen nochmal verschärft jetzt und China hat dann ein paar Tage später gesagt, jetzt gibt's auch Exportkontrollen für Graphit. Und Graphit, das trifft jetzt weniger unsere Halbleiterindustrie, aber es trifft den Batteriesektor, volle Kanne. Und der ist natürlich auch strategisch und er ist ja extrem wichtig für die Energiewende. Und der ganze Sektor weltweit ist jetzt auch ziemlich verstört und ziemlich beunruhigt, weil auch da ist China mit Abstand der wichtigste Anbieter, wie man hier sieht. Die Grafik ist von Bloomberg. Die Produktion von Naturgraphit haben wir hier 2021, da steht China für 60% der gesamten Kapazität und bei synthetischem Graphit sogar für 90%.
Es ist wieder mal unklar, was das am Ende jetzt überhaupt heißt. Ob der Export dann wirklich blockiert wird von China, anders als bei den amerikanischen Halbleiter-Sanktionen, weil die stehen ja fest, die sind ja definitiv. Ich würde sagen, es ist jetzt erstmal hoffentlich nur eine Erinnerung dran, dass eben nicht nur China vom Westen abhängig ist, sondern in vielen Bereichen eben auch der Westen von China. Und dass es eben auch uns damit stark schaden kann. Und die amerikanischen Sanktionen, ja, sie sind ja feindselig. Ich habe hier schon mehrmals drüber berichtet. Erst die ganzen Handelszölle unter der Trump-Regierung, dann gezielte Sanktionen gegen Huawei und gegen ZTE, dann die schwarzen Listen gegen viele andere chinesische Unternehmen und seit einiger Zeit dann eben auch die Halbleitersanktionen gegen ganz China. China soll keine Hochleistungschips mehr bekommen, aber sie sollen sie auch nicht selber herstellen können. Und damit zieht man China, das natürlich technologisch auch aufsteigen will, da jetzt den Boden weg unter den Füßen. Und der härteste Schlag, das war mit Sicherheit, dass die USA dann eben auch Druck ausgeübt haben auf die Niederlande und dort auf ASML mit ihren Chip-Lithografie-Maschinen. Die dürfen China jetzt eben auch nicht mehr beliefern, zumindest nicht mehr mit ihren neuesten Maschinen, mit den modernsten Maschinen. Das sind ja alles inzwischen ganz winzige Strukturen auf den Halbleitern, sodass man da die Schaltkreise auch nicht mehr aufbringen kann eigentlich, sondern die werden drauf belichtet mit extrem ultraviolettem Licht, also die werden da eben gewissermaßen reingebrannt mittlerweile. Und das kann man aber eben nur mit Maschinen von ASML. Und damit kann China die neueste Generation von Halbleitern nicht mehr herstellen. Heißt, mit den Zimtschnecken mit Glasur, da war's das jetzt. Und die USA haben sich dafür natürlich auch auf die Schulter geklopft. Und bis vor ein paar Monaten war man ja auch der Meinung, China liegt da jetzt derart zurück, das holen die nie wieder auf in der Halbleiterproduktion. China kann einfache Billigchips maximal auf 28 Nanometer Basis, Taiwan Semiconductor und Samsung, die sind aber schon bei 5 Nanometer Chips und arbeiten jetzt sogar schon an 3 Nanometer Chips. Da liegen also absolut Welten dazwischen. Aber China investiert inzwischen natürlich auch massiv. Das tun sie schon seit 2014 in den Halbleitersektor investieren. Jetzt haben sie nochmal einen Staatsfonds aufgelegt mit 40 Milliarden Dollar, hauptsächlich für Chip-Produktionstechnik in Unis, in Institute, Start-ups, in große Projekte. Sie haben inzwischen hunderte Halbleiterentwickler und auch die großen Konzerne in China buttern auch voll rein in die Chip-Produktion. Alibaba zum Beispiel, aber auch Baidu, die sind schon länger in der Chip-Entwicklung. Das ist von Baidu der Kunlun 2, inzwischen gibt es auch den Kunlun 3. Das ist ein Prozessor speziell für künstliche Intelligenzentwicklung. Aber das Ganze sind natürlich riesige Konzerne, Alibaba, Baidu und so weiter. Für die Aktien spielt da jetzt die Halbleiterentwicklung, die sie haben, noch keine große Rolle. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn das in ein paar Jahren vielleicht auch ein bisschen anders wäre. Aber reicht das alles? Hat China da eine Chance? Sie haben folgende Möglichkeiten. Erstens, ihre nicht so leistungsfähigen Chips, die Legacy-Chips, für viele Anwendungen reichen die ja erstmal. Also für Autos in vieler Hinsicht oder die ganze Elektronik. Man kann auch oft einen Hochleistungschip, den man braucht, ersetzen mit mehreren Chips mit weniger Leistung. Das geht also schon noch. Und gleichzeitig gibt es auch die Anweisung aus Peking, dass man bei den Legacy-Chips als chinesisches Unternehmen jetzt möglichst als solche von chinesischen Herstellern auch zurückgreifen soll. In dem Bereich bricht also das Geschäft von den ausländischen Anbietern jetzt schon mal langsam weg. Und China ist ja immer noch mit Abstand der größte Halbleiterimporteur der Welt und der größte Markt da. Es hat auch in den ersten 9 Monaten jetzt Halbleiter importiert noch für 253 Milliarden Dollar. Zweitens, Chiplets.
Das sind Mini-Prozessoren, die schaltet man zusammen zu einer größeren Einheit. Dann muss man seinen Hochleistungschip nicht mehr aus einem Stück machen und man kann die dann eben anders machen. Das ist ein Bereich, in den die ganze Welt gerade stark investiert. China ist da aber ganz besonders stark. Allein Huawei hat da inzwischen wohl nur 2022 in dem Bereich über 900 Patente angemeldet. Und bei Chiplets ist China eben inzwischen auch schon wohl genauso weit wie die USA. Und drittens die Halbleiterarchitektur. RISC-V, das schreibt man so mit einer römischen 5. Jeder Halbleiter braucht ja auch eine Architektur, einen Aufbau und eine Software, damit er überhaupt weiß, was er machen soll, was er berechnen soll. Und ein wichtiger Anbieter von solchen Lösungen und auch entsprechenden Prozessoren, das ist ARM Holdings, die gehören mehrheitlich zu SoftBank. Und wichtig ist da außerdem noch Intel. Und auch die dürfen beide China zum Teil eben nicht mehr beliefern. Und eine große Hoffnung ist jetzt aber RISC-V, weil das ist nämlich ein Open-Source-Standard für solche Chip-Architekturen. Der ist frei verfügbar für jeden. Und das ist eine große Chance für China. Die sind da jetzt auch ganz wild drauf. Es gibt auch einen schönen Artikel darüber in der Neuen Zürcher Zeitung. Der RISC-V-Erfinder wird in China jetzt gefeiert wie ein Rockstar. Und was für China da auch ganz angenehm ist, das ist, dass die RISC-V-Stiftung, die das alles verwaltet, die ist aus den USA umgezogen in die relativ neutrale Schweiz, wegen der geopolitischen Konflikte. Also ganz so selbstverständlich, dass China in der Halbleiterentwicklung da nie aufholt, ganz so ist es doch nicht mehr. Und inzwischen gibt es auch immer mehr Experten, die sagen, man soll China da bloß nicht unterschätzen. Allen voran Shenzhen Huang, der Gründer und CEO von Nvidia. Und wenn einer weiß, wie schwer es ist, dass man in der Halbleiterindustrie oben bleibt, dann ja wohl er. Und er sagt, es gibt gerade bei den Grafikprozessoren jetzt jede Menge Startups in China. Und man muss sich nur auch die Fortschritte mal anschauen, die in China gemacht worden sind beim autonomen Fahren oder beim Cloud Computing und so weiter in kürzester Zeit. Und das Entscheidende, die US-Sanktionen beschleunigen das Ganze jetzt einfach nochmal enorm. Und das Gleiche hat vor ein paar Tagen auch Bernd J. Lin gesagt. Das ist ein Veteran von TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem größten Auftragschiphersteller der Welt. Die US-Sanktionen werden die chinesischen Halbleiterkonzerne Huawei, SMIC, Yangtze Memory und so weiter, die werden die nicht aufhalten können. Das sei einfach nicht möglich. Und noch viel schlimmer, speziell SMIC, dem größten chinesischen Auftragshersteller, dem hätten sie damit auch noch eine großartige Chance verschafft, weil Taiwan Semiconductor, der Konkurrent, der darf China ja zum Teil eben gar nicht mehr beliefern. Und damit sind wir auch bei der Aktie, die von dem Ganzen vielleicht profitieren könnte. MSIC, Semiconductor Manufacturing International. In Huawei, in Yangtze Memory und in viele andere chinesische Halbleiterunternehmen können wir ja hier nicht investieren, leider als Anleger. Aber SMIC, die sind ganz normal in Hongkong gelistet und sind auch ganz normal in Frankfurt handelbar. Und hier haben wir den 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. 2020 erst starker Anstieg, dann der große Absturz. Da sind dann die US-Sanktionen gekommen. Seitdem jetzt vielleicht nicht mehr so berauschend alles, aber die letzten 2 Jahre, da hat sich die Aktie doch ziemlich gut gehalten, was eben sehr gut ist, auch im Vergleich zum übrigen chinesischen Aktienmarkt. Und hier jetzt nochmal die letzten 6 Monate, seit ein paar Wochen zieht die Aktie sogar wieder richtig durch, auch komplett gegen den Gesamtmarkt. Und gleichzeitig sind sie schuldenfrei mit Netto-Cash von 8,6 Milliarden US-Dollar und SMIC ist auch nur bewertet mit dem 1,2-fachen vom Buchwert, für ein Technologieunternehmen auch nicht viel. Sie veröffentlichten eigentlich schon seit dem ersten Quartal 2022 keine richtigen Technologie-Updates mehr. Warum? Naja, wenn Sie Ihrer Frau jetzt berichten von Ihren Fortschritten bei den Zimtschnecken, dann dreht die vielleicht noch komplett hohl und sperrt dann gleich die Küche zu oder sowas. Und im Sommer ist dann aber so ein Bitcoin-Mining-Chip rausgekommen, aufgetaucht von SMIC auf 7-Nanometer-Basis.
Und mehr kann man ja in USA auch noch nicht. Und erstmal waren alle komplett entsetzt drüber. Und dann hieß es aber, ach ja, so gut ist er auch nicht. Und außerdem die Stückzahlen sind da ja ganz winzig. Nur ein paar Wochen später kam dann das neue Smartphone von Huawei, das Mate 60 Pro mit dem Kirin 9000S, auch von SMIC und auch auf 7 Nanometer Basis. Und jetzt ist in USA schon die Kacke am Dampfen, jetzt kann man nämlich nicht mehr sagen Spielerei in kleinen Stückzahlen, weil man schätzt nämlich, dass davon 2024 ungefähr 70 Millionen Stück verkauft werden könnten. Und davon abgesehen, Bluetooth, Wi-Fi, Power Management in diesem Smartphone, alles jetzt mit chinesischen Halbleitern und nicht mehr wie früher fast nur mit ausländischen Halbleitern. Und sie haben es eben offensichtlich geschafft mit alten Chip-Lithografie-Maschinen. Und einige sagen jetzt, sie werden da wohl auch die 5-Nanometer-Technologie schaffen. Mit Doppelbelichtungen oder wie auch immer. Für China und für SMIC ist das ein Triumph. Der Wermutstropfen ist für die Aktie. Der Chip-Industrie geht es insgesamt zurzeit nicht so besonders gut. Darum ist auch bei SMIC im zweiten Quartal der Umsatz um 18% gefallen und der Nettogewinn um 22%. Und außerdem, sie werden viel investieren müssen die nächsten Jahre auch. Und das kostet. Werden sie die Konkurrenten, die internationalen, damit einholen? Taiwan Semiconductor, Samsung, Intel. Das werden sie wahrscheinlich nicht. Aber das Schöne ist ja, sie müssen es auch gar nicht, weil die anderen dürfen China ja zum Teil sowieso nicht mehr beliefern. Und irgendwann wird eben China auch viele andere Halbleiter aus dem Ausland einfach nicht mehr wollen. Von daher SMIC, natürlich ist es eine spekulative Aktie, der Halbleitersektor, der ist nicht einfach, der chinesische Halbleitersektor sowieso nicht und dann haben sie ja auch noch das China-Risiko an sich, aber ich denke schon, auf mittlere Sicht ist die Aktie ganz spannend. Die Mentalität der Amerikaner hat sich ja auch verändert. Das ist ja jetzt langsam sogar ein Problem für die evangelikalen Kirchen, habe ich neulich gelesen, weil wenn da nämlich inzwischen mal ein Pastor so ein Zitat rausrutscht, so in die Richtung, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin, dann kommt wohl immer öfter zurück, wo haben sie denn den Quatsch her? Das sind Fake News, praise the Lord, aber bestimmt nicht dafür. Und ein schlimmer Verdacht steigt auf bei den Amerikanern, die Bibel ist möglicherweise woke. Nicht alles natürlich, ein paar Stellen sind auch immer noch sehr okay. Und in der Außenpolitik, Uncle Sam geht eben immer noch durch die Welt und verteilt Ohrfeigen. Warum auch nicht? Die anderen kriegen ja immer nur ihre gerechte Strafe. Und dass sich das aber irgendwer mal nicht mehr gefallen lassen könnte, darauf kommen die gar nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass die USA die Bösen sind und China sind die Guten oder umgekehrt. Aber in dem Fall sind es eben die USA gewesen, die auf Konfrontation gegangen sind. Und China hat das jahrelang hingenommen. China hat jahrelang immer noch geworben für Kooperation und offenen Handel, so wie hier Xi Jinping in Davos. Aber es war auch klar, dass die irgendwann mal die andere Wange nicht mehr einfach so hinhalten werden, weil so bibelfest sind die da drüben in China auch nicht. Und außerdem jemand wie mit einem Selbstverständnis wie Xi Jinping, der kann sich sowas ja natürlich auch nicht ewig erlauben. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass Xi Jinping zum Beispiel nicht mehr auf dem G20-Gipfel auftaucht oder dass die Provokationen von China auch zunehmen in der südchinesischen See, die militärischen Konfrontationen und dass es Exportbeschränkungen gibt für Rohstoffe, die wir hier dringend brauchen. Bis jetzt sind es meiner Meinung nach nur Warnschüsse, hoffentlich, aber es ist gefährlich, so wie Konfrontation natürlich immer gefährlich ist und Konfrontation muss man sich natürlich auch erstmal leisten können und wir können es eigentlich nicht. Bei mir gibt es jetzt erstmal Zimtschnecken hier, selbstgemacht, lecker auf 80 Milliarden Nanometer Basis. Ich muss nur noch das UV-Licht, glaube ich, ein bisschen runterschrauben. Aber ja, nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich mein Einstieg hier in die Graphit. Produktion. Und Sie wollten noch den Kanal abonnieren, wenn ich Sie noch daran erinnern darf, zum Kanal-Abo geht's hier unten. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.